Und nicht wie so viele Filmtitel, dass zuerst ein Lied da war und dann der Film hat dann gesagt, okay, ja, nehmen wir den Titel her und der passt super für den Film. Ist es damals so gewesen, dass der Regisseur in Wien beim Hering gewesen ist? Definitiv so war es. Und hat in der Ecke Anton Karas auf der Zitterspiel mitgehört. Und hat sich gedacht, na verflixt ihn einmal, so wie der spielt, das tät zu meinem Film passen. Und so hat er Anton Karas beauftragt, die Filmmusik zu komponieren auf der Zither. Und er hat es ja dann für diesen Film, wie ihr alle wisst, hat er bei diesem Film die Melodie gespielt. Und was er nicht wissen konnte, und ich habe eigentlich nicht gedacht, dass diese Filmmusik so derartig bekannt wird über den ganzen Globus, dass das sogar, also wenn man auf YouTube schaut, ich weiß nicht, wie oft das dort nachgespielt wird, das ist jedenfalls sagenhaft. So wünsche ich euch viel Spaß mit der Titelmelodie vom dritten Mann, Anton Karas, der Harry Lime-Thema.